Weiter geht's hier mit Super Mario Bros. Wonder in der Magma-Welt. Und diese Magma-Welt wird jetzt von uns beendet. Das heißt, wir haben noch Magma-Kampf-Arena, Kampfparty und Wellengang-Lavatunnel. Ich sag mal, wir fangen erstmal hiermit an. Hiermit könnte das doch ganz angenehm werden. Und ja, alle Gegner besiegen, wie immer. Wir kennen das ja schon, meine Freunde, wir kennen das doch schon. Was darf es sein? Das sind immer alle vier Items. Zur Auswahl, ich habe ja keinen Plan, was auf uns zukommen wird. Entscheidungen. Das ist eine gute Entscheidung, wenn wir sehen, ich fange mal... Ich habe keine Ahnung, ich fange jetzt einfach mal so an mit Seifenblasenblume. Okay, ist, denke ich, eine gute Entscheidung. Ja, ist eine gute Entscheidung. Das war eine sehr gute Entscheidung sogar. Ich würde mich auch noch freuen, wenn wir das unterhalb von 70 Sekunden hier schaffen, die Herausforderung. Oh, 4 Level diesmal, nicht 3. 1 von 4 bin ich gerade. Ja, hier auch. Definitiv Seifenblasenmodus. Nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh nein, jetzt muss ich die einzeln angreifen. Also wenn ihr es seht und ihr das Level noch nicht gespielt habt, dann benutzt definitiv nur Seifenblasen. Gut. Weg mit dem. Okay, weiter geht's. Ich ärgere mich jetzt schon hardcore irgendwie, dass ich da jetzt so verkackt hab. Oh nein, jetzt habe ich es auch noch... Oh nein! Los! Was ist nicht hoch genug? Ja, kannst vergessen mit den 70 Sekunden. Leider. Oh je. Oh je, dann immerhin das jetzt nicht versauen. Nein! 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 Okay, zweimal Bubble. Bubble. Und Bubble. Los geht's. So eine Schmach. Schnell in die Seifenblasen rein mit euch. Jetzt versuche ich aber, wenn ich schon von vorne anfange, dann versuche ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen schneller zu sein als vorhin. Herr Gott, nochmal! Panik macht sich breit. Panik. Panik auf der Titanic. Kann ich absolut verstehen. Okay. Ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Boah! Boah, das war ja kaum auszuhalten. Okay, wenn ihr mich jetzt trefft, ist es schlimm. Ich habe ja noch ein Backup. Boah, da frisst sogar meine Münze auf, ey. Das geht ein bisschen zu weit, mein Freund. Münzen auffressen, das ist irgendwie unhöflich. Du auch. Hey, jetzt komm her. Sehr gut. Eigentlich kann ich ja beim Feuerwerk, eigentlich bei der Feuerwerktaktik bleiben. Ich schau mal, wie sich das ergibt. Und ich werde bestimmt nochmal getroffen. Weg mit euch, weg mit euch. Einfach random reinballern. Anders habt ihr es nicht verdient. Ui, Piranha-Pflanzen. Am Feuerwerkspieß. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber unter 70 Sekunden? Weit davon entfernt. Weit, sehr weit entfernt. Aber okay, das könnte gut sein mit der Blase jetzt. Oh, die Blase hält sogar das ab. Oh, ist super spitzenmäßig. Dichter auch. Der geht schön durch die Wand. Das ist natürlich der absolute Vorteil. Boah, jetzt war ich kurz hardcore in Panikmodus. One off. Jetzt seif dich ein. Geh duschen. Shit. Noch der kleine Mann da oben. Ja, komm, weg mit dir. Juhu! Aber dafür haben wir jetzt ein Level geschafft. 101 Sekunden. Hopp, hopp, hopp.
Nein! 100 Sekunden wäre das Goal gewesen. Ah, immerhin wundersam gecatcht. Schaut mal, wie knapp. 1 Sekunde und 26 Hundertstel. Ah. Oh. Magma-Kampfparty. Oh. Ja, fürs Endgame, wenn wir 100% haben wollen, muss ich da nochmal reingehen. Aber jetzt reicht es erstmal. Jetzt machen wir nämlich die schwere Welt hier. Wellengang im Lavatunnel. Wellengang im Lavatunnel. Ich bin drauf. Fast! Oder auch nicht. Oh mein Gott. Oh ja, das ist gut. Nein! Doppelt bestraft worden. Doppelte Bestrafung. Okay, sehr interessant. Ah. Oh nein. Ah, es ist mir wieder sowas passiert. Gute Reise. Gute Reise, sagt er. Zum Abschied sage ich leise Scheiße, oder? Wer kennt das? Unten sind auch die kleinen Männer unterwegs. Okay, die Coin habe ich ja schon. Ich will sie jetzt nochmal einsammeln. Ich sollte ihn ausschalten. Oh, Wunderblume gekriegt! Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Das war jetzt einfach mega, mega Glück. Okay, was kommt auf mich zu? Ui. Ich muss einfach noch überleben. Okay, bis jetzt alles gut. Alter, wie fett halt, ne? Schau, was die dicke Schüsse da alle. Sonst geht's dir gut. Nach rechts, nach oben. Okay. Boah, die arme Blume, die ist halt mittendrin. Nein, 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 nein! Oh! Oh, Leute, wie knapp! Wie knapp! Oh nein, ich will die nur Münzen noch haben. Ich brauche noch Münzen. Jawohl! Ah! Alter Schwede. Okay, schon mal gesaved. Feuerblume. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oh, fantastisch. Boah, wie hole ich denn das jetzt? Das wollen. Nein! Es hätte funktionieren können. Es hätte funktionieren können. Ja, vor allem mit dem hier funktioniert das. Oh nein, jetzt habe ich ihn schon wieder gekillt. Ein One-Up. Ja, egal. Ich habe die Münze eingesammelt, mehr will ich ja gar nicht. Ansonsten hätte ich ihn optional auch mit dem hier holen können. Wäre ich nämlich nicht dran gestorben. Auf Heilblume wieder. Mal lieber weg damit. So. Wer hat das gewusst? Wer hat das ahnen können, dass das passieren darf? In diesem Spiel, was einen eigentlich Freude bereiten soll? Oh, Seifenblas ist noch besser. Ich hab ihn seine Flamme ausgemacht. Da hat er den geguckt. Okay, gebückt. Boah, ich baue ja voll Blödsinn hier gerade. Boah, das geht ja in die Lava direkt rein. Ja, Mensch. Ups. Immer ein paar Münzen.
schon wieder einen One-Up. Ist ja nicht so, dass ich das nicht brauchen würde, aber ein Power-Up wäre mir jetzt lieber gewesen. Vielleicht haben wir ja da drüben Glück. Glück. Nein, doch. Nein. Nein. Ja! Bam. Muss man so aufpassen? Oh, letzter Versuch, ne? Oh, way! No way! Oh! Alter Falter! Krass! Oh, der geht aber schnell. Der hat's eilig. Ich duck mich lieber. Ja! Bam! Ah, noch oben an der Spitze. Wellengang im Lavatunnel war ein Wellengang im Lavatunnel würdig. Und der Weg geht auf. What? Ist das da hinten? Ach du Heilige. Zeugen alter Zeiten. Oh, das wird auf jeden Fall cool. Das wird aber auch ein schwieriges Level. Aber da hinten ist ja noch was. Hä? Ich wollte eigentlich dann hier den Endboss machen. Oh, das ist cool. Ich liebe die Dinosaurier. Und wenn das so ähnlich ist, dann immer her damit. Appel. Und dich hole ich hier mit dem Panzer, wenn es hinhaut. Perfekt. Boah, die sind gefährlich. Ich will da hoch. Kann man da rein? Ja, bestimmt hoch. Jawohl! Bisschen tricksen und dann geht er schon. Aha. Nur für die Münze, dieser extra Eingang. Freaky! Ich bleib erstmal so. Nein! Oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich auf einmal so bewegt. Aber so ist es halt, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Ich hätte hier hinten warten sollen. Er ist ein bisschen am Dinosaurier irgendwie gefühlt hängen geblieben. Perfekt. Unschädlich gemacht. Oh, jetzt wird's schnell. Oder? Ja. Oh nein! Oh nein! Die 10er Münze! Okay. Okay, ich bin bereit. Ich dachte, hier muss man ganz so vorlaufen, damit es überhaupt weiterläuft, aber es fährt ja automatisch, das Teil.
Jetzt kann ich da auf jeden Fall noch nicht auf den Knochen. Aber ich muss doch da rein! Wie schaffe ich denn das? Wie mache ich denn das? Oh nein, Idiot. Soll ich keine Zeichen lassen? Ich habe keine Zeichen lassen. Das Level wurde nicht umsonst als schwer ausgeschrieben. Na, ist egal. Das muss jetzt hier klappen. Okay. Ja! Yay! So sieht's doch geschmeidig aus. Geschmeidig, geschmeidig. Und wird angehalten. Hol ich mir noch die paar Münzen hier. Bloß nicht runterfallen. Okay. Ah, die Wonderflower, genau, stimmt. Ja, cool, fuhur. Eine unendliche Geschichte, kennt ihr das noch, Leute? Das ist unser Drache. Und da würde ich sagen, ich springe da mal nicht auf Ziel. Ich will den Samen noch kriegen. Also kann man das hier nochmal durchspielen und ein anderes Ende kriegen. Badaboom. Okay, aushalten und genießen. Oh, was passiert jetzt? Was? Alter, habt ihr das gesehen? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ein Zauberdrache. Schön Münzen einsammeln, damit ich noch ein Leben krieg. Oh Mann, hätte ich jetzt meinen. Nee, obwohl mit dem Bohrer kann ich jetzt auch nicht da hoch. Boah! Ich bin über ihm. Oh, das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Obwohl es mir vertan ist somit. Aber wie soll ich da hoch? Ach so! Wow! Kommt der hier hoch? Ja, kommt hier hoch. Alter! Da ist der Wundersam. Alter Schwede. Ist nicht dein Ernst. Jawohl, und wunderbar abgeschossen. Yay, Baby! Zeugen, alte Zeigen, Zeiten. Zeugen Jehova. Ah, das hier. Ich hab genau 25. Krass.
Was da links noch kommt, ich denke, das ist nur eine Abkürzung. Er ist so erschöpft. Also erstmal mache ich jetzt den Weg da frei. Mein Pelzbrocken, ich soll ihn kaputt machen, zap zap, aber mein Kopf platzt ständig und deswegen habe ich so wenig Geld. Und mit genug Geld geht es auf einmal. Yippie, die Abkürzung ist wieder frei, wieder zum Palast möchte ich hier entlang. Das kenne ich schon. Also na gut, ja, also hier, ne? Nee, was haben wir? Das war auch ganz oben, war das gewesen. Das habe ich auch schon. Ich habe eigentlich alles. Also das Castle halt noch. Ja, eigentlich wollte ich das Castle in dieser Folge machen. Aber nachdem ich hier unten das entdeckt habe, interessiert es natürlich schon hardcore. Was das genau ist. Man braucht sogar mehr Wundersame als für das Castle. Da links noch was. Jetantrieb. Ach komm, nehmen wir mit, oder? Für den Part hier. Jetantrieb. Hätte nicht mal auf zu rennen. Oder? Ich wette. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Kannst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Alter, das ist sofort. Das ist sofort Highspeed. Was? Nicht schaffbar. Was? Ah, okay. Aber auch wenn das... Es kostet mich ja kein Leben, ist voll gut. Das ist voll crazy. Ich renne und springe hier nicht, aber hier springe ich auch nicht. Ist noch zu früh. Okay, ich mach mal genau, wie die Beschreibung hier ist. Ah. Also wirklich genauso. Okay, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Das ist halt nur seltsam, weil man ja selber irgendwie wissen möchte, warum springen. Also, dass man halt durch die Luft so rennt, ist total strange. Oh nein, wenn das passiert, dann ist es vorbei hier im Level. Oh, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ah, das bringt ja gar nichts. Wenn ich meinen anderen Button nicht ausgerüstet habe, dann bringt es gar nichts mehr so, sich zu retten. Okay. Boah, was ist da gerade passiert? Oh mein Gott. Ist das crazy. Okay, es war anscheinend falsch. Ich schwör's euch, Leute, das ist so ein seltsames Gefühl, auf die Art und Weise zu springen. Wow, er ist so schnell. Will er jetzt gar nicht springen? Nein, warum springe ich? Das war schon mal ein Anfang, dass ich das immerhin hinkriege. Okay. Mann. Ich will mal einfach behaupten, das ist der Way to go. Oder irgendwie nicht. Der hört ja irgendwann auf zu laufen in der Luft. In dem Moment verpasse ich irgendwie. So. Oha.
Oh nein. Nein, die Münze. Ich will zurück. Oh nein. Oh, soll ich das Level nochmal machen für die Münze? Naja, sollte auf jeden Fall nicht so ein Problem sein, denn... Das Ding will ich auf jeden Fall nicht ausgerüstet haben. Dann sag mal ehrlich. Das ist eine Katastrophe. Eine coole Idee, aber... Es ist halt Prüfung 2 und ich habe die Prüfung 1 noch nicht gemacht. Toll gemacht, wir haben sogar ein Abzeichen bekommen. Nein! Nicht anlegen, ich will nur die dritte Münze noch holen, wenn ich jetzt eh schon im Flow bin. Brauche ich das dringend. Okay. Schau mal, wie weit ich jetzt ohne runterfallen durchkomme. Oh nein. Diese Versuchung immer zu springen, weil man glaubt, man kann nicht in der Luft hier so rumschweben. Das ist verrückt. Verrückt. Okay, jump! Oh mein Gott. Jump! 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 Oh yeah! Alles nur für dich, kleine Coin! Nein! Nein! Nein, weil er so schnell war, bin ich dran vorbeigesprungen. Oh nein. Oh nein. Oh, diese Hölle hier. Das ist die pure Hölle und der pure Wahnsinn. Dann bleibt da die Schmucke weg. Keine Verzögerung, ne? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Anstrengend. Vor allem, weil ich es schon geschafft hatte. Oh nein, die Spucke. Nein! Nein! Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, dass sowas überhaupt passieren kann. Jetzt habe ich hier den Absprung verpasst. Als wäre ich schon nervös. So. Anstrengend. Aber ihr wisst ja, was nicht anstrengend ist, ist ein Like und einen Kommentar zu schreiben mit mindestens 8 Wörtern. Boah, und kostenlos zu abonnieren, um mich hierbei zu unterstützen. Okay, ich gehe jetzt. Nein, nein, ist schon wieder passiert. Nein. Ah, es ist schon wieder passiert, weil er so schnell ist. Ah! Ich flippe aus. Oh, das ist gut. Ich glaube, keiner hat solche Probleme in diesem Level wie ich, oder? Das kann doch nicht sein. Nein. Oh Gott. Okay. Oh, yes!
Aber mit richtigen Schmackes jetzt. Boah, Schweißperlen. Überall. Im Gesicht. Also kostenlos abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Mindestens 8 Wörter, weil sonst juckt es den Algorithmus nicht. Und ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid auch happy. Wenn ihr wissen wollt, nee, das Abzeichen wollen wir nicht, Prinz Florian, danke. Wenn ihr wissen wollt, wo es jetzt da links weitergeht, ob das einfach nur ein Shortcut ist oder wenn man so ein bisschen, konnte man das irgendwie ein bisschen erspähen? Das glaube ich vorhin hinter der Lavasäule. Ist auf jeden Fall noch ein Level. Aber sehen wir ja dann in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge gibt es dann auch definitiv das Ende dieser Welt mit dem Bowser Castle oder Bowser Junior Castle. Ich bin gespannt, was er auf Lager hat, um es ein bisschen zu trollen, zu ärgern. Und in diesem Sinne sage ich euch einen schönen, wunderschönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.